Morgen. Setzt euch bitte. Ich möchte heute mit euch über die Zukunft reden. Ja, was soll der Scheiß? Wir sind in einem Kindergarten, oder was? Schön, dass du dich freiwillig meldest. Was sind denn deine Zukunftspläne? Ja, keine Ahnung. Die Zukunft ist für mich was ganz Wesentliches. Ihr solltet eure Träume, Pläne verfolgen können. Ja? Hat jemand einen Plan für die Zukunft? Jana? Ich würde gerne mal Architektin werden. Bereits dieses Wochenende steht das Spiel des Jahres. Was, Brotzke, Kurzwalter? Du willst mich verarschen eigentlich? So eine Scheiße, Mann. Nationaltorhüter Lukas Brotzke mit einem möglichen Transfer zu Alter in Verbindung gebracht. Dazu mehr jetzt von unserem Reporter, der live vor Ort bei der AK ist. David, Wochenende. Was willst du jetzt schon wieder? Ja, letzte Zeit war Leistung schwach, Sieg muss her. Letzte Woche waren vielleicht schwierig, aber die Woche haben wir gut trainiert, wir sind bereit fürs Wochenende. Okay, stimmt es, dass der Raul und Sie heute im Training aneinander geraten sind? Stimmt es? Ich kann Ihnen versichern, dass da nichts dran ist, mit einem super Team gekommen und sind bereit fürs Wochenende, danke. Kann ich noch einen Kommentar für den Brotzke? Was soll ich da dazu sagen? Ja, da gibt's Gerüchte und haben Sie keine Angst vor dem? Warum sollte ich Angst vor ihm haben? Der war in der A-Jugend schon besser wie Sie. Was wollen Sie damit sagen? Coach, was sagen Sie fürs Wochenende? Ja, wir haben gerade gut trainiert und ja, bin zuversichtlich, dass wir es am Wochenende holen. Okay, Brotzke-Transfer? Ja, weiß ich selber nicht viel zu. Der macht einen Fitness-Test, aber mehr weiß ich nicht. Können Sie das uns bestätigen? Dave, was war das gerade? Ja, der hat nur Scheiße gelabert. Aber das kannst du trotzdem nicht machen. Du weißt ganz genau, was die Presse macht. Ganz ehrlich, geh zum Psychiater. Du musst einen klaren Kopf kriegen. Was? Warum seid ihr jetzt zum Psychiater? Gott, das war jetzt auch ein Reporter. Es gibt jetzt keine Diskussion. Entweder du gehst oder du bleibst am Wochenende daheim. Und Dave, nimm Raul noch mit. Ihr müsst es noch klären. Also ich habe jetzt die Werte überprüft. Alles schon perfekt ist. Der Spieler ist sofort einsatzbereit. Perfekt, vielen Dank, das hört man gern. Kein Problem. Der Spieler ist fit und am Transfer steht nichts mehr im Weg. Breaking News. Soeben erreicht uns die Transferbestätigung von Brotzke zu Altach. Der Nationalkeeper verpflichtet sich für die nächsten 3 Jahre bei Altach und steigt bereits heute ins Training ein. Damit stehen die Chancen gut, dass der 3 Millionen Neuzugang sein Debüt geben wird. Herr Pelletier, Schalter 4. Herr Pelletier, hat Ihnen denn der alte Job nicht gefallen? Nein, nicht so wirklich. Und was machen wir jetzt? Ja, was nicht? Was kannst du anbieten? Ja, ich meine, zum Putzen gibt's immer Stellen. Nein, das will ich nicht machen. Ja, dann muss ich mal schauen, da. Ah ja, da sind wir bei Altach, da suchen sie einen Platzwart für das Match am Wochenende. Wäre das was? Ja, das klingt nicht so schlecht. Ja, den träge ich in dem Verliehen. Was, danke. Ist der Herr Attal auch schon draussen? Ja, der ist schon draussen. Ich sehe nämlich da gerade, dass die jetzt gerne 2 Platzwart suchen. Nehmen Sie den am besten auch mit. Passt. Danke. Sie sind ein bisschen fest. Wenn du noch die Pelle bewegst, dann wird das alles gut. Ist das so? Das ist jetzt egal. Ganz gut. Das ist einer unserer neuen Spieler, Lukas Brotzke. Na, B heute unsere Physiotherapeutin. Adrian und einer meiner Coaches. Seid bitte so lieb und zeigt Lukas auf das restliche Gelände. Ich muss jetzt gleich weg, hab noch einen Termin. Dankeschön, danke, tschüss. 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 Ja, da fahre ich mal schon zum Fitness an. Hallo, ich bin der Daniel. Daniel, das ist unsere Neuverpflichtung in Kreuzberg. Hallo. Hallo. Dann wird sie sicher öfters da sein. Der Daniel ist bei uns ein weiterer Fitnesscoach. Ich bin eigentlich froh, aber auch schon das Krafttraining oder sonst. Ich bin immer für dich da, wenn ich mir irgendwie. Ja, danke, komm ich zurück. Gut, dann gehen wir mal bitte schon. Tschüss, mach's gut. Ciao, danke. Eule, was ist? Der Trainer hat gesagt, wir sollen zum Psychiater gehen. Hey, was sollen wir mit dem Psychiater? Ja, keine Ahnung, er hat es halt gesagt, ich komme die Mann holen. Ja, okay, komm. Alles klar, ciao.
Ah, zwei Problemfälle. Setzt euch. Also, ihr wisst, warum ihr hier seid? Um nach Lillard, wirklich. Ja, der Coach hat gemeint, ihr hattet ein paar Konflikte im Training. Stimmt das? Also gut. Herr Lieber, wie sehen Sie die Sache? Mir kommt es so vor, als ob sich der Raul noch nie fürs Team gesetzt hat. Das willst du? Ich gebe immer alles, ja, was jetzt, ich jetzt, jetzt, jetzt ruhig. Also, einigen wir uns drauf, dass immer nur einer redet, okay? Sie sagen, dass er sich nicht fürs Team einsetzt. Wie sehen Sie es denn? Ich gebe immer alles fürs Team, im Gegensatz zu seinem. Der ist nur ein Motzen. Was? Ja, es ist ja also so. Also, meine Lüten müssen echt anfangen. Du bist nur unnötiger Motzen. Ohne es ist echt unnötig. Oder? Mach schnell gleich anfangen. Heute ist es soweit, die AK trifft auf Altach und wir hatten die Chance, vor dem Spiel noch ein paar Fragen zu stellen. Herr Kühne, sind Sie bereit für das Match heute? Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Zuwachs bekommen. Ich glaube, wir können es morgen auf jeden Fall reißen. Glauben Sie, Ihr Neuzugang kann den gewünschten Erfolg bringen? Auf jeden Fall. Protzke, meinen Sie, Sie können den Erwartungen gerecht werden? Ja, ich habe jetzt mal eine super Trainingswoche gehabt und habe mir gut ins Team geklappt. Und, aber das ist alles nur nebensächlich, weil ich bin da zum Unterschied machen. Wie lange haben wir darauf gewartet? Endlich ist es soweit. Der SCR Altach trifft auf die AK. Ich hoffe, Sie zu Hause sind bereit für das Match, denn im Stadion machen die Fans schon mächtig Stimmung. Wir warten jetzt nur noch auf den Offiziellen. Beide Teams sind bereit für die Partie und keiner will hier Punkte liegen lassen. Nur noch wenige Momente, bis der Referee das Spiel anpfeift. Ja, jetzt geht's los. Altach mit dem Anspiel. Yo, wo bist du? Okay, easy. Das Spiel hat aber schon angefangen, beeil dich. Ein langer Ball auf das Zentrum zu Dave, der am Flügel ganz frei steht. Genug Zeit, um den Ball platziert in die Mitte zu bringen. Da pickt sich Brotzke den Ball locker aus der Luft und hält das Spiel schnell. Ah, hartes Einsteigen von Raul im Mittelfeld. Mensch, hier ist ein Waldspiel. Damit haben sie ein klares Zeichen gesetzt. Super Tempo. Heute kommt niemand dran vorbei. Technisch einwandfrei. Brotzke mit einem super Save. Super Balleroberung und dann hat er die Übersicht. Klasse Ball von Raul und Dave, der jetzt nur noch den Keeper vor sich hat. Ah, das schaut nicht so gut aus. Glaubt, da hat er ihn am Fuß getroffen. Da trifft er ihn mit voller Wucht. Das muss wehtun. Eben noch 3 Millionen bezahlt und Kühne muss jetzt schon um seinen neuen Spieler bangen. Nach dieser Verletzung hat das Spiel etwas an Fahrt verloren. Nur noch wenige Einzelaktionen. Es steht immer noch 0:0 und die letzten Minuten des Spiels haben begonnen. Dieser Eckball wird wohl die letzte Aktion dieses Spiels sein. Was macht er denn da? Der Schiedsrichter pfeift zum Elfmeter. Ja, da muss er sich nicht aufregen. Das war einfach nur dumm. So agiert man nicht im Strafraum, besonders nicht in den letzten Momenten des Spiels. Und wer wird jetzt den Elfmeter antreten? Dian! Was sind deine Zukunftspläne? Versus coming daily under pressure. Working on a plot and a scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares. A ball big sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Turning dreams into reality. In the love with the all one shot. Now the future is yours. Go. Herr Reiter, ihr werdet mal ein Millionär.